Christian Fritz Schneider, Daniel Veit und Michael Obermeier sind eure Gastgeber zur großen Gamescom GameTube Klassenfahrt. Wir fahren mit euch auf die Gamescom, dokumentieren das Ganze und werden all die Dinge tun, die uns unsere Eltern immer verboten haben, sie im Auto zu tun. Was das alles ist, werden wir jetzt in den nächsten Stunden rausfinden. Ich glaube, wir können los, oder? Ja, fahren wir los. Wir haben irgendwas vergessen. Tschüss, Amy. So, es geht los. Ich muss die Besatzung, glaube ich, nicht weiter vorstellen, aber die Rollen vorstellen. Der Papa fährt. Genau. Du bist die Frau, oder? Ich wollte jetzt eigentlich eher sowas sagen wie Unterhaltungsminister. Ne, stimmt gar nicht. Ich bin der Informationsminister. Fritz ist der Unterhaltungsminister. Denn Fritz ist das Kind. Du bist die Frau. Ich wollte eigentlich immer nur fragen, wie weit es noch ist. Das kommt dann gleich. Fritz muss nämlich, immer wenn Fritz quengelt, müssen wir was spielen. Fritz hat nämlich die Spielzeugtüte hinten. Das heißt, er wird durch lautstarkes Quengeln über alle Aktivitäten entscheiden. Daniel wird dann um sich schlagen. Ich werde das Ganze passieren lassen, weil... Jetzt wird der Bappen, ich muss fahren. Die erste schlechte Nachricht, wir haben extra eine CD mit Stimmungshits produziert, um in gute Laune zu kommen während der Autofahrt. Und der CD-Player in dem Auto von diesem jungen Mann hier drüben, der erkennt die CD nicht. Das heißt, wir haben keine Stimmungshits. Oder hast also du die alle nochmal... Stimmung. Kannst du die nochmal... Ich hab schon scheiß Laune. Ich könnte mir die möglicherweise total cool... Ich möchte noch einmal ganz kurz auf der Michi-Cam dann filmen, was der CD-Player so sagt. Das kann man dann auch dann da reinschneiden an dieser Stelle. Das sagt er nämlich. Alles scheiße. Das, der bestmögliche Fall ist schon eingetreten. Wir wollten ja sowieso eigentlich eine CD brennen, wo nur ein Lied drauf ist, da jetzt aber die CD am Arsch ist und ich über iTunes nur ein paar Sachen mir runterladen kann, die wir gekauft haben, werden wir nur drei Lieder haben, unter anderem... Das wird so super! Das heißt, wir haben jetzt drei Sechs Songs Stunden, für die ganze Fahrt. Drei Songs. Und es ist nicht, bevor jetzt irgendjemand das in die Kommentare schreibt, es ist nicht, wie heißt das, 500 Miles? Nee. Filmst du hier? Hast du dem sein Telefon eine Diktnummer? Ja, du weißt es ja selber, wie der ist. Nächste schlechte Nachricht, das kann sich jetzt hinziehen, denn auf der A9 zwischen München und Nürnberg, Ingolstadt, Würzburg, was auch immer, sind ungefähr 15 Kilometer Stau. Das heißt, wir fahren die erste Etappe jetzt Landstraße. Landstraße! Gewinnen dadurch keine Minute, sondern stehen auf noch viel anstrengenderen... Aber Lebenserfahrung! Landstraßenstaus. Hier wohne ich übrigens, da in der Gegend. So, Kinder, seid ihr bereit für die totale Unterhaltung? Wir rollen das Buffet von hinten auf. Die Maus geht ab, wir machen jetzt eine Sause. Der Bär ist los, heute geht hier. Die Wolf, los, Vater, komm in die Sonne. Und Mutter schlüpft in ihre Rundpumps. Ihr geht was sechs los, dann Stunden lang dieses Lied. Löcher auf die Käse, wenn du willst, sie los, unsere volle Mäse. Vom Blatt wir sind der Hof, der Tor. Wir ziehen los, mit ganz großen Schritten. Und er geht trotz der Heiligen von hinten an die Schulter. 19 Uhr, wir sind ungefähr eine halbe Stunde jetzt unterwegs. So was. Und es läuft immer noch. Bolognese, Blankenese, noch ist es super. Wir können vielleicht die erste Aktivität starten, die wir so überlegt haben, nämlich ein Trinkspiel. Jawohl, nichts macht mehr Spaß beim Autofahren als Trinkspiele.
Und zwar, weil Daniel ja unser Fahrer ist und wach bleiben muss, haben wir uns gedacht, wir machen kein Alkohol-Trinkspiel, was lustig gewesen wäre, aber unsere Sicherheit gefährdet hätte und bei der Versicherung ganz schön scheiße gewesen, wenn wir gefilmt hätten. Und die Sicherheit der anderen Autofahrer. Genau. Wir haben Energy Drinks gekauft, noch und nöcher, und die schmecken ja per se für meiner Meinung nach alle scheiße und haben alle bescheuerte Namen. Das heißt, wie unterschiedlich scheiße und wie unterschiedlich bescheuert sind die Namen. Das wird Daniel jetzt rausfinden. Das heißt, wir reichen Daniel jetzt eine Dose Energy Drinks. Er schließt dabei die Augen. Oder so. Aber Daniel hat noch bei Sicherheit. Ja, das mit dem Augenschließen ist so eine Sache. Aber ich muss auf jeden Fall erraten, was ist es für ein Drink? Nach was soll er angeblich schmecken und vor allem, wie heißt er denn? Der? Energy Drinks heißen wie Duschgels, haben wir rausgekriegt. Echt? Ja, ja. Wirst du gleich merken. Schmecken wahrscheinlich auch so. Ja, dann. Auch so. Wir stehen auch aus den gleichen Zutaten. Fritz, der Energy Drinke uns. Ich mach das mal wie bei der Lottoziehung. Greife blind in die Tasche. Und ziehst Bayern 04 Leverkusen gegen den 1. FC Nürnberg. Ich komme da gar nicht ran. Doch, jetzt hier. Und dann mache ich sie dir auf oder was und reiche dir die dann. Genau. Also ich habe es eben gerade unterschätzt, wie schwierig das ist. Also Daniel, du darfst nicht hingucken. Ich muss ja auf die Straße gucken, ich muss ja auch fahren. So, ihr seht hier, wie das Ding heißt. So. Daniel darf nicht auf die Dose gucken. Ich gehe jetzt die Dose. So. Was ist es? Also wonach schmeckt es? Es schmeckt nach Orange leicht, aber nicht nach richtig Orange, sondern nach künstlicher Orange, was ganz schlimm ist. Und? Also und es heißt, das stimmt schon mal. Es heißt, das Geile ist ja, diese ganzen typischen Worte, die kommen ja bei diesen Energy Drink Namen nicht vor. Also das, man könnte jetzt sagen Zitrus, aber es heißt ja nicht Zitrus, sondern heißt sowas wie Mystique Freeze. Also im Namen ist tatsächlich ein M drin. Ich weiß gar nicht, wie machen wir das denn jetzt, dass er drauf kommt? Ich muss ja nicht unbedingt drauf kommen, ihr könnt ja einfach sagen, wie es heißt. Ja. Vielleicht sowas wie Tropical wegen der Orange. Tropical Freeze. Nee, es ist radikaler. Tropical Boost. Nee. Also das Tropical ist schon zu entspannt. Ja. Oh, das ist diffuser, oder? Also, ja, ja. Sagen wir es mal so, du hast keinerlei Achtung für Rechtschreibung und keinerlei Achtung für Ordnung. YouTube-Kommentator, please. Nee, warte, wir zeigen es nochmal. So. So heißt das. Keinerlei Achtung für Rechtschreibung. Und für Ordnung. Chaos. Ja! Ja! Und wie schreibt man Chaos? Mit K. Ja! Und Z, oder? Und welche Farbe war die Dose? Weiß ich nicht. Du hast es vorhin schon richtig gesagt gehabt. Orange wahrscheinlich. Ja! Jawohl. Also schwarz. Das O in Chaos ist übrigens ein Fadenkreuz. Oh, okay. Und mit H. Chaos. Quasi ein Killer-Drink. Energy Juice. Ja, sensationelle erste Runde, würde ich sagen. Sowohl. Wie viele Säcke haben wir von dem Scheiß? Mehr als genug. Gott. Wir haben es 19:30. Das heißt, Aktivitäten. Fritz, schlage eine Aktivität vor. Hier schon ganz schön schlecht, ehrlich gesagt, von hinten sitzen. Kotztüten-Bingo! Das wäre mein Vorschlag. Wieso nee, funktioniert das? Fritz kotzt in die Tüte und du errätst, was er gegessen hat. Genau. Du hast hinten eine Tüte voller Spielzeug und ziehst was raus, und was du rausziehst, müssen wir spielen. Wie viele Tüten habe ich hier hinten eigentlich? Ich habe eine voller. Kotz. Eine Freizeitaktivität, die sich immer im Auto gut macht. Jenga! Jenga! Allerdings die Klassik-Ausgabe. Ja, wo bauen wir das auf? Hier, oder? Ja, oder? Ja, klar. Würde ich auch sagen. Ist gut verpackt. Mach das mal auf. Ja, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, hier drin. Ne, wir machen das jetzt hier oben. Das ist besser. Das hat man mir früher immer verboten, aber. Was für ein Scheiß. Jenga spielen oder nee. Jenga im Auto spielen? Aus religiösen Gründen durfte ich nie Jenga spielen. Jenga im Auto spielen. Warum denn? Was hat das nie für strenge Eltern? Ja, total. Nur im Auto Jenga gespielt. Nee, wir hatten nicht mal ein Auto. Aber ihr habt immer so gespielt, ihr hättet ein Auto. Und Jenga. Jenga-Stein. Top. Das geht auch super. Muss ich jetzt irgendwie besonders
vorsichtig fahren. Im Ernst, ich habe noch nie Jenga gespielt. Wir bauen jetzt den Turm auf. Und das dann, ist das Spiel. Nein, das ist der Aufbau. Das ist das Spiel. So, jetzt räumt ihr euer Zimmer auf. Ist das gerade, das gerade Spiel? Du müsstest das doch wissen. Immer schön einen Stein auf den anderen, so lange bis alles voll ist. Wir bauen den Turm jetzt auf und danach... versucht, die Steine aus der Mauer rauszukriegen. Ja, ihr schon, aber meine Eltern... Ja, das ist genau das Gleiche, ohne dass die Stasi merkt, dass sie umfällt. So ist das bei Jenga auch. Ein Stein nach dem anderen raus. Und ist oder mal ist die Mauer gefallen, weil einer wieder nicht aufgepasst hat. So. Jetzt hätte ich... Ach, schade. Voll den Radfahrer verfehlt. Wer fängt denn an? Daniel, oder? Ich spiele nicht mit, ich muss Auto fahren. Ach komm, jetzt sei kein Spielfall, der echt? Ich muss Auto. Ich habe verloren. Nein. Ich habe gewonnen. Nee, noch nicht. Ich habe verloren, oder? Weil ich gebremst habe. Ja. Wie heißt das? Ja, jetzt muss mich dieser LKW wieder überholen. Fahr zu. Du Arsch, wir spielen hier Jenga. Keine Rücksicht. Der transportiert wahrscheinlich Jenga in alle Welt. Systemlogistik, ja, danke. Wir brauchen das. So. Können wir jetzt spielen? Ja. Okay, ich fange an. Wechseln. Warte, das geht noch nicht. Ja, ich muss vielleicht ab und zu öfter mal die Spur wechseln. Nee, du bist ein Mittelspurschleicher, Mann. Das ist mir schon ausgemacht. Ja. Du darfst nicht von der obersten und ich glaube auch nicht von der zweiten. Von der untersten. Von der untersten darfst du. Das ist nämlich eigentlich immer. Dann nehme ich die drei untersten. Warte mal. Ich nehme jetzt hier den. Da. Da. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Fällt doch jetzt schon von der Mann. Da legst du jetzt hier wieder raus. Das darfst du aber eigentlich nicht, oder? Was denn? Könntest du den entschärften Autofahrer regeln? Ja, das ist den entschärften Autofahrer regeln. Was darfst du nicht? Dann nehme ich den Turm zusammenschieben wieder, oder? Du darfst nur mit einer Hand eigentlich. Hab ich doch. Nee, genau. Ich wollte nur noch mal für unsere Zuschauer. Da schon einen rausgebaut, du Arsch. Da fällt einem erst auf, wie holprig diese Autobahn eigentlich ist. Die könnte ruhig auch mal wieder saniert werden. Wie soll das ganze Jenga spielen? Das ganze Straßenbaugeld geht ja in den Osten. Achso. Damit wir anständige Straßen haben. Damit ihr anständig beim Fahren Jenga spielen könnt. Verrutscht der hier. Alter, jetzt bleiben wir mal grad. Ja. Oh. Guck mal, ey! Wie viele Kurven hat die scheiß Autobahn? Das war jetzt die letzte. An alle Australien-Reisenden mal der Tipp, wenn euch in Australien langweilig ist und ihr habt ein Jenga-Spiel dabei, wahrscheinlich ah, das, der das Fester, der also bei ist, ist eher klein. Es gibt in Australien Schoko-Kekse von der Firma Tim Tam. Die haben exakt die gleiche Höhe wie ein Jenga-Stein. Das heißt, wenn ihr ein Jenga-Spiel habt und da fehlt ein Stein, könnt ihr den durch einen Tim Tam ersetzen. Die gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit verschiedener Füllung. Kirsche, Schokolade, Vanille. Kurze Gerade kommt, kannst du ziehen? Sind die denn mit diesem Multipurpose-Gedanken gemacht worden, die Kekse? Das weiß ich nicht, aber das haben wir damals ausgefunden im Urlaub. Und das Geile ist, das Jenga wird dadurch automatisch besser, weil der Keks wird irgendwo in der Mitte verbaut. Und du kannst entweder ganz normal Jenga spielen. No! Oh, ja, du bist ja nicht ganz eingestürzt. Ja, aber was ist jetzt? Ja, jetzt werden halt die Steine wieder aufgebaut. Mein Gott, stellt sich ja nicht so an. Da war dann nämlich das Tolle, wenn der Keks in der Mitte war, dann konnte man auch versuchen, den Keks rauszuziehen. Musste dann aber davon abbeißen und ihn wieder reinstecken. Fun forever. Ich jetzt dran. Ja. Jetzt haben wir gerade Kurve. Das funktioniert ganz schön gut, oder? Also, ja. Und viel besser als gedacht. Der Fritz nimmt immer. Ich habe jetzt immer von irgendwo anders was genommen. Ich habe erst hier was genommen. Ja, aber immer so von gerade so. Nee, es wäre übrigens, vielleicht nimmt sie mal die aus der Mitte raus. Also die. Vorsicht! Halt fest! Achtung! Go! Nochmal! Wo hört dann das Spiel auf? Die Korrektur fängt an. Nicht mal weiß. Aber jetzt haben wir es ja auch falsch gemacht. Wir haben die Anleitung gar nicht gelesen. Oh, ja. Deshalb funktioniert das nicht. Dann, klar. Dann lesen wir jetzt mal kurz die Anleitung. Kurz
vor 20 Uhr. Fritzens Kotztüten sind bis zum Rand voll. Das heißt, wir fahren raus und was essen. Ja. Am Köschinger Forst. Gruß an den Köschinger Forst. Er wird gleich bereuen, uns reingelassen zu haben. Ich habe da, glaube ich, immer noch Hausverbot. So, wie ist jetzt das? Was essen wir jetzt da? Jetzt gibt es natürlich Schnitzeljägerart Pommes. Was man an der Tankstelle, Raststätte essen muss. Alle essen? Ich glaube schon. Es könnte sein, dass es gar kein Schnitzeljägerart gibt. Wie kein Schnitzeljägerart? Was machen wir jetzt? Fahren wir weiter? Der Blick ist so groß, diese totale Hoffnungslosigkeit. Ab jetzt ist alles im Arsch. Miam, 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 was gibt's denn da? Oh Gott, was ist denn das? Schnitzeljägerart, wie sich das gehört. Ich weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, kill it with fire. Wie ist damit? Fritz, was gibt's für Fritz? Schmalhansschnitzel. Oh, ja. So, daher, gell? Ja, genau. Da. Gott sei Dank. Tschüss, Fritz. Tschüss. Besser so, oder? Ja, schon ein bisschen. So, on the road again. Wir müssen jetzt endlich mal, wie es gesagt, ein paar Kilometer wegfressen. Aber zuerst musst du einen weiteren Energy Drink wegsaufen. Ein Energy Drink bitte. Ich habe schon mal einen rausgesucht. Ja. Der, glaube ich, zu unserer allgemeinen Mentalität passt. Oh. Warte, der heißt. Sag nicht. Ist das der Name hier, oder? Ja, genau. So. Wird man kaum lesen können. Der ist mit dem Licht schwierig. So sieht man, warte. So. Nicht gucken, Daniel. Ich guck ja nicht. So. Also auch nicht auf die Straße. Doch, doch. Ich kenne den Weg. Da vorne rechts. Ich zeig mal kurz an, wo es lang geht. So. Ich sehe leider die Farbe schon. Die hilft dir aber nicht weiter, weil die Farbe nicht automatisch assoziiert, in welche Richtung der Name geht. Das ist jetzt auch wieder irgendwie etwas Zitrusmäßiges, so Limette oder so. Das muss immerhin so stark sein, das rieche ich bis hierher. So. Ich meine, liege ich denn richtig mit Limette und Zitrus? Warte. Es steht hier nicht, zumindest nicht prominent irgendwo drauf. Nee. Es hat aber auch irgendwie was so. Also ich glaube, wenn man ihn einschenkt, dann ist er grünlich-bläulich. Kannst du einfach mal Glas hier da. So ins Auto schütten? Wir testen das. Ich würde sagen, nee, Apfel ist es, oder? Apple. Apple. Crazy Apple. So ein bisschen. Was sind denn so Apfelsachen oft auch noch? Gesund. Nee, wenn sie in Süßigkeiten verarbeitet sind. Ungesund. Sehr gut. Danke. Nee, irgendwie sowas mit Brause. Was heißt denn das auf Englisch? Brause. Browser. Browse Apple. Nee, Fizzy. Das ist wie Safari. Fizzy, crispy, crazy. Gibt's mal einen Tipp? Die gibt es auch oft als Gummibärchenringe. Apfelringe? Ja, und die sind? Sour. Ja, und jetzt? Sour Apple. Ja, fast. Also, Whisky Sour. Nee, es ist noch, also das mit dem, was vor Apple war, war schon gut. Sour. Und davon eine Steigerung. Sourer. Noch weiter? Noch höher? Bitter. Sourest. Ich weiß
weiß es nicht. Mehr Tipps. War gerade erst im Kino. Was? Was ist das für ein Tipp? Jetzt pass auf. Um wie viele Ecken der Tipp geht. Wer war denn gerade erst im Kino? Hauptrolle Henry. Ist er Cavill oder Cavill? Ach so, Steel. Nee. Ja. Man of Steel. Ja, Iron. Nee, wie heißt der Held? Metal. Super. Super Sauer. Ja! Super Sauer. Und wir sind aber noch nicht fertig. Man könnte ja auch behaupten, dass dieser Superman, der ist ja nicht nur ein Held, der ist ja schon in der Medienwelt, ist er ja ein Superstar. Wie? Nee, fast. Super Sauer Star. Nee. Also, wenn er aus Stein wäre, dann wäre er ein Sauer Rock, Super Rock. Ein Rockstar. Rockstar Sauer. Ja, Super Rockstar. Nein! Anne! Weniger Kalorien oder auch mehr ist ja Wurscht! Super Sauer Rockstar. Crazy. Was? Was? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt Kindinger Berg. Es waren ja alle Worte dabei. Wurde alles genannt. Das können wir gelten lassen. Rockstar Super Sauros. Rockstar Super Sauer. Green Apple. Also, das stimmt ja auch. Siehst du? 500 Milliliter davon musst du dir jetzt noch weghauen. Viel Spaß. Wir haben ja auch noch Zeit. Gut, dass ich nicht schlafen muss. Es ist 9. Das heißt, eine neue Aktivität. Fritz, hol was aus der Kiste. Aus der Tüte. Was nehmen wir denn? Nein, nein. Muss ja irgendwas sein, was man gut im Auto machen kann. Ja. Was ist das? Oh, das ist was für uns. Da können wir uns für entschuldigen, was wir in der Let's Play alles für Quatsch erzählt haben. Ja dann, auf geht's. Auf die Kiste. Wir haben ja alles, wir haben ja letztens Lego Star Wars für Let's Played und alles falsch erzählt, oder? Ja. Wir wussten gar nichts. Nee, es stellte sich aber wir wurden zum Glück korrigiert. Ja, es stellte sich ja im Let's Play auch raus, dass wir sind ja nicht nur keine echten Gamer. Ja. Wir sind keine echten Star Wars Fans, keine echten Männer und auch gar keine echten Doppelagenten. Das war jetzt der Disclaimer, oder? So. Am besten so, so ist am besten vor. So. Ja. Dann habt ihr auch was davon. So. Wie machen wir das jetzt? Mit möglichst viel Rascheln. Viel Gewalt, einfach die Tüten aufreißen. Was steht denn hier drauf? 222, 333. Oh, ist da Werbung drin, was man als nächstes Lego kaufen kann? Den Mund nicht so, wenn man Win sagt. Der schaut ein bisschen aus wie das Kind auf der Kinderschokolade, oder? Schmeiß mal die Anleitung weg, wir bauen uns zusammen wie echte Männer. Okay. Alex, da reißt. Ja. Du nimmst die. So. Nicht die Anleitung selbst. So. 9:30. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein lustiges Autospiel, das man auch zu Hause mitspielen kann, nämlich Nummernschilder raten. Daniel fängt an und deine Wie sind denn die Regeln? Nein, du musst halt sagen, woher dieses Auto kommt und wenn du es nicht weißt, uns zumindest eine so glaubwürdige Geschichte erzählen, dass wir es dir abnehmen. Also vor uns fährt ein rotes Fahrzeug mit dem Kennzeichen L-A-U. Lau. Den Rest des Kennzeichens sagen wir jetzt mal nicht. Lau ist bestimmt die Lausitz, oder? Lauingen. Lausitz. Lauingen. Lausitz. Lauingen. Lausitz! 9:55, Mr. Fritz, Energie. Wir brauchen einen neuen Energy Drink, den Daniel erwartet. Gib schon her das Zeug. Erstmal zeigen. Erstmal zeigen, genau. Achso. So, kann man natürlich nicht sehen, weil es hier nicht hell genug ist. Ich versuche es trotzdem mal reinzuhalten. Das ist halt vor. Fast gestern drauf reingefallen. Hans Busch. Oh, das ist ja jetzt blöd, dass die
Leute nicht. Jetzt wisst ihr mal, wie es Daniel geht. Abgesehen von seinem sonstigen. Oh, das riecht schon jetzt. Oh, das hat irgendwas, das ist irgendwie so exotische Gewürze, oder? Vorsicht, Lastwagen. Jetzt müssten wir den Kamera-Kaputt-Gag einbauen, dann denken die mich alle, wir wären tot. Endlos. Ja, großartig. So, gehen Sie her. So, was kann ich dir als Tipp geben? Also erstmal, wonach schmeckt das? Fenster auf und aus. Es hat ein bisschen was von Cola und Kirsche. Ja, hab ich mal ganz kurz gekauft. Also ein bisschen wie Cherry Coke oder so. Es ist auf jeden Fall rot. Schmeckt sehr rot. Was du das aus dem Augenwinkel sehen? Bräunlich rot wie Cherry Coke oder wie Guas Oebe als Energy Drink. Schau mal, Quatsch, ist das widerlich. Ich sehe das da drauf. Oh. Das ist gar nicht so schlecht. Also sag ich mal, das heißt. Also von der Firma lassen wir uns auf jeden Fall nie sponsern. Alter Falter, das ist eklig. Das Fiese ist an dem. Boah, und ich weiß auch, warum das so heißt. Weil das ist am Anfang, das ist echt angenehm. So. Also hat es was mit. Du musst du nachher dann noch erklären, warum das auch irgendwas, irgendwas mit Schock. Cherry Shock. Nee. Berry Shock. Chock Berry. Das ist die dicke Berry, Name, oder? Chock Berry, die dicke Berry. Energy Drink Hersteller, ihr müsst euch Chock Berry. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Tipp von Michi ist irreführend. Der Chock Berry, so würde eine Ben & Jerry's Eissorte heißen. Stimmt, ja. Ben & Cherry, egal. Also, was ist das? Nee, Moment, gibt es ja mal mehr Tipps. Ich werde schon langsam ein bisschen von dem letzten Koffein. Sag mal, es ist ein klassischer Spielmodus. Ich wollte gerade sagen, ja, es geht so in Richtung Computerspiel. Hardcore. Das erste Mal in diesem Video können wir irgendwas über Computerspiele spielen. Was sind das für Spiele? Das ist Hardcore. Hurt me plenty. Ultra Violence. Das ist initiiert. Nee. Ist nicht mehr initiiert. Stimmt. Nee, aber dann hast du uns vorher verstanden. Wir meinen nicht Schwierigkeitsgrad, sondern eher so Spielmodus. Capture the Flag. Und Deathmatch. Nee, und das heißt noch ungefähr. Capture. Das wäre so geil. Ein Energy Drink, der tatsächlich Capture the Flag heißt. Captain Morgan oder was? Capture the Flag. Yeah. Flag. Lass mich nochmal probieren. Nicht hingucken. Kann er ja nicht. Der muss ja nur die Öffnung finden. Nicht, dass ich es mir ins Auge gieße. Wieso nicht? Das wäre doch der Hammer. Hier übrigens ein Ort, der nur über die Staumeldung bekannt ist, nämlich Würzburg-Randersacker. Herzlichen Gruß an Würzburg-Randersacker. Scheiße ist es, wenn du in Würzburg-Randersacker wohnst und in Würzburg-Kist arbeitest. Jetzt lenkt nicht ab. Ja, lass es euch gesagt sein. Ja, auch 1 Million Spiele haben den irgendwas? Titel. Boah. Unreal Tournament hatte den Modus. Resurrection. Nee. Revelation. Oder? Nee. Ach nee, stimmt, der hieß anders. Ja, war falsch. Verwirrt? Schock. Creature Shock, System Shock. Nee, ich will Schock. Gibt's den gar nicht irgendwie dort im Spiel. Man denkt nur immer, das ein Spielmodus. Es ist so eine Counter-Strike, man. Dust. Ich hasse Dust. Nee. Ich glaube, wir bewegen uns in die falsche Richtung. Wieso, wir fahren nur nach Köln? Ja, Tauberbischofsheim. Fängt mit A an. Arma. Eine Counter-Strike-Map, die Arma heißt. Ich kenne doch Counter-Strike nicht richtig. Von damals kennst du es bestimmt noch. Kennt jeder. Ich hätte die auch nicht gesehen. CS Unterstrich. Aztek. Nein. Genau die eine andere. Da gibt es noch eine mit A. Na, seid ihr schon drauf gekommen? Die wissen es schon lange. Ja, ich weiß es nicht. Doch. Ich habe ja den Namen nicht lesen können. Der zweite Buchstabe ist ein S. Astro. Aspik. Astro. Aber wo Astro? Der dritte Buchstabe ist ein S. S. So schmeckt's, aber nee. Assassin. Nein.
Assault. Ja! Ja! Wahnsinn, was für eine Geburt. Was heißt Assault, das Getränk? Von, das heißt, deswegen sage ich ja auch ein Angriff auf die Geschmacksnerven. Ach so, Monster Assault Energy. Ja. Widerlich. Spielt draußen. Hier wird, wir machen jetzt mal Pause. Wo sind wir denn? Bad Camberg, 150 Kilometer ungefähr vor Köln. Und wir pokern ein bisschen, denn wir haben noch genau Benzin für was? 170, sagt er jetzt Kilometer. Wieder. Je nachdem, wie viel Bleifuß Daniel jetzt einsetzt, könnte es knapp werden. Wir tanken jetzt einfach mal nicht aus Prinzip. Vielleicht bleiben wir liegen und es gibt eine lustige Autoschiebgeschichte. Jetzt ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Wir haben es 11, hier brechen schon langsam alle Dämme und Daniel ist kurz vorm Einschlafen. Nach wie viel Energy Drinks? 4? 5? 3 waren es, glaube ich. Wir brauchen noch einen. Fritz, Energy Drink nicht. Ich freue mich schon ein bisschen. Oh, den nehmen wir. Gottes Willen. So, du guckst nicht hin. Ich kenne die Regeln inzwischen. Man kann es. Das ist zu dumm. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Wie ihr das doch sehen könnt, nämlich, dass ich mich so anleuchte, dann seht ihr das hier. So heißt er. Was für ein. Wie heißt er denn? So eine Scheiße. Viel Spaß. Haben wir die nächste halbe Stunde die Dusche gefüllt. Das ist immer wie im Chemieunterricht, chemisch riechen. Also ich habe schon gesehen, dass die Dose blau ist. Jetzt schauen wir erstmal, ob über blau schmeckt. Stimmt, oder was? Was schmeckt das? Boah, das hat schon mal was von so Lösungsmittel irgendwie. Das ist jetzt echt so dieses Duschgel-Geschmack. Das ist mein erster Chemiebaukasten. Endlich ein Schluck Ammoniak. Wie ist das? Ammoniak. Ja, klar. Okay, also das schmeckt total künstlich, das schmeckt nach gar nichts. Normal, mal gucken. Wenn dann ein bisschen nach Heidelbeere oder so. Blue Ice Schock. Es ist immer mit Schock. Das musst du auch probieren? Ja. Mal schauen, was da oben drauf. Oder Night. Shades of Blue. Nee. Aber es geht in die richtige Richtung. Ja, da lang. Wir sind übrigens gerade am Frankfurter Flughafen. Wahnsinn, ja stimmt. Hier müssen wir umsteigen. In den Learjet? Richtung Köln-Bonn in unserem Learjet, ja. Nee, keine Ahnung. Gibt's also Shades of Blue geht schon in die richtige Richtung. Also machen wir weiter so in die Richtung. Also Richtung Shades of Sadomaso. Ja, so. Blue Pain, Blue. Also generell der ganze Terror, der ganze Themenkomplex. So. Schmeckt tatsächlich nach am wenigsten, ne? Schmeckt so komisch leicht. Ich probiere das jetzt auch mal. Nicht so richtig was drin. Das schmeckt, als wäre echt ein Lösungsmittel. Ja. Silent Bang. Hier ist auch ein Einstichloch. Nee, keine Ahnung, wer ja. Tipps. Shades of Grey wäre mehr oder weniger der Tipp gewesen und es wäre in diese ganze Sex-Richtung gegangen. Jetzt würde ich sagen, so könnte auch eine Kondommarke heißen. Also ich zeige es nochmal kurz hier. Gefühlt echt genoppt. Blue Boy. Balls, nee. Blue Boy, nicht Blue Balls. Nee. Bei Blue Balls wieder mit dieser Torture-Richtung. Nee. High Heels. Nee. Was steht denn auf Kondome drauf? So? 2,50 Euro. Vorgelaufen. Noch einmal verwenden. Kinderüberraschung.
Liquid. Nein. Slime. Da stehen immer so Sachen drauf, die auch auf Autos draufstehen. So dein Auto. Vollgas. Was macht der denn da? Hallo! Oh, Vollgas. Ey, wir schön. Ey, keine Ahnung. Gut, dass die Kamera nach innen gerichtet ist. Was bist du für ein schlechter Tippsgeber? Wieso? Mit dir hätte ich nie die Pyramide gespielt. Porno! Kondome! Ja, wir kennen. Überleg halt. Also, Eigenschaften, die auch bei... Ja, wobei da... Robust. Ja, oh, gut, gute Richtung. Strong. Ausdauernd. Performance. Ja, fast. So heißt auch ein Schiff. Boah, ich fuck. So heißt auch ein Schiff im Tomb Raider, glaube ich. Das weißt du nicht. Das ist schon so lange her. In dem aktuellen Tomb Raider Spiel. Ich weiß noch nicht, wie das Schiff ist. Gestern gespielt. Ja, hast du uns vor 5 Minuten noch erzählt. Aber nicht die Stelle mit dem Schiff. Also dieses ganze, nee, aber was du eben schon gesagt hast mit Performance und so in Richtung Stahl und Performance Hammer, Steel Hammer. Nee. Es geht um die Eigenschaft des Stahls zum Beispiel. Hard on. Ich hoffe, die Energy Drink Steel Anvil schreiben Hammer. Alle mit. Nee. Also, was hat denn Stahl für eine Eigenschaft? Hart sein. Was noch? Stark sein. Ja. Unflexibel sein. Das ist... Also ich kenne ja den Namen, ich finde es echt witzig zu machen, wie mich hier versuchen, da hinzuführen. Den Weg könnte ich auch nicht folgen. Ja, dann gib du mal. Der Name ist noch blöd. Du musst immer den richtig geschriebenen Namen und dann musst du immer den Buchstaben noch aus den Lippen leiern. Malcolm. X. Ist der erste Buchstabe. Und dann geht's weiter. X ist der erste Buchstabe. Ja. X. Ja. Extreme. Nee, das ist ein total dummes Wort. Das Wort gibt's doch so auch gar nicht, oder? Nee, nicht mit dem X am Anfang. Normalerweise, ja, aber das Wort an sich. Normalerweise fängt das Wort mit EN an. Mit EN? Das wurde doch jetzt ersetzt durch. Also durch ohne X. Dieses EN gibt's das Wort doch auch nicht. Endurance und jetzt ist es Exdurance. Genau! Ja. Exdurance. Aber Durance an sich gibt's doch nicht im Englischen. Das muss man immer mit dem N. Ja, mal her, das halt, Runde. Exdurance. Da solltest du jetzt über Pornos noch kommen. Oder wie war das wieder? Nee, ich wollte nur, dass über Pornos reden. Ja, ist ja auch 11 Uhr durch. Eben, darum sind die Kinder im Bett. Aber hochkoffeinhaltig und B-Vitamin-Komplex. Ist auch gut für die Haut. Alkohol. Wir ziehen los, mit Küche aus dem Käse, denn es geht sie los, unsere Polonaise vom Blankenese. Bis hinter Wuppertal. Polonaise Count, wie viel wird das jetzt? 255 Mal? Ich glaube auch, wir sind schon hinter Wuppertal. Ich glaube auch. Es ist 0:06 Uhr, wir hören seit 18:30 Uhr ununterbrochen Polonaise Blankenese. Und der Song hat so seine Phasen. Mittendrin hasst man ihn ja wieder. Ich habe ihn noch nicht gehasst. Nee? Er geht verblüffend gut. Also er tut jetzt nicht mehr weh. Nee. Verstaunlich. Die letzte Energy Drink Dose ist erledigt. Das heißt, mehr Energy Drinks für Daniel. Wir möchten ja seine Gesundheit aufs Spiel setzen. Wie viele haben wir noch? 2, oder? Wir haben noch 2 und zur allgemeinen Enttäuschung muss ich leider feststellen, dass sie beide unfassbar unspektakulär sind. Ach komm. Ja. Ich trinke die übrigens nicht alleine, also kein Mensch kann so viel Energy vertragen, außer vielleicht Fabian Siegesmund. Also die Jungs helfen mir auch ein bisschen, aber... Ja, ich kann mich nicht entscheiden, welches langweiliger ist. Michi, du kannst ja mal schon mal schauen. Wir hätten das und das. Sieht sehr generisch aus. Gib mal den da. Sag bitte den da. Ja. Den hier. Hallo? Bitte? Der schmult. Ja, Mann. So. Das heißt... Das ist ja echt langweilig. Warte mal, ich will noch mal kurz... Habe ich dir eigentlich das Wort schmult beigebracht, ja, was du gerade benutzt, ja, hast? Wie geil ist das? Das heißt gechort. Nee, das ist falsch, Daniel. So, das ist der Energy Drink, den es zu erraten gilt.
Aber ich glaube, das kann man nicht erraten. Das ist unmöglich. So. Das riecht überraschend angenehm, ne? Das ist doch jetzt ein Trick, oder? Ja, ich war vorhin an der Raststätte fleißig und habe eine Dose voll gemacht. What oh. Das hat dieses Ekelhafte, was, wenn so Food-Designer Südfrüchte versuchen, künstlich nachzuahmen. So wie künstlicher Ananasgeschmack und so. Boah, das ist wieder... Das riecht ein bisschen nach hier hinten, wie diese Haribo, oder? Das ist ein bisschen wie das Tropico, riecht. Oder? Das ist irgendwie so, das ist irgendwas... Das riecht wie Fruchtzwerge. Tropical, ja, stimmt. Und das ist halt der beste Geruch der Welt. Nee. Kommentar da drunter, wenn ihr Fruchtzwerggeruch awesome findet. Das ist irgendein Tropical... Was ist denn das? Nee. Papaya, Banane... Also den Tipp, den wir dir geben können, das ist der Bausparvertrag unter den Energy Drink. Ich hoffe, ihr schreibt das mit, Energy Drink Anbieter. Pep wäre der Wahnsinn. Ich probiere jetzt auch mal. Ich krieg da Kopfweh davon, von diesem künstlichen Südfruchtaroma. Boah, schmeckt das. Von dem bekommst du jetzt Kopfweh, ne? Weiß ich nicht. Ich krieg von diesem Aroma immer Kopfweh. Aber im Nachgeschmack ist es Fruchtzwerge. Fruchtzwergeis. Selbstmacheis. Ich finde das irgendwie sensationell. Kann ich ja sagen, er hat die ganzen Energy Drinks getrunken. Das ist aber auch schlimm. Also gibt es ja mal einen Tipp. Ihm fehlt was. Oh, gut. Und davon hat es null. Energy Zero. Ja, no, gar nicht schlecht. Also hier nochmal, dass ihr es nochmal sehen. Das schmeckt echt ein bisschen lahm. Aber scheiße. Warum schmecken Sachen denn lahm? Ja. Weil kein Pep drin ist. Ja. Oh ja. Und richtig, ist der richtige Weg. Was ist der Pep hier? Dem Energy Drink? Was ist der Pep, der glücklich macht und kugelrund? Zucker. Ja, und dann heißt das Getränk? Zero Zucker. Zero Sugar. Ja! Ja? Rockstar Zero Sugar in den 60 Farben. Ich finde bisher das so unspektakulär, dass es sogar nicht mal Farbe in die Dose reingemacht haben. Das ist wahr. Das letzte, blau. Das blaue, das schmeckte zwar noch schlimmer, aber das schmeckt einfach nur langweilig und macht Kopfweh. Aber der Nachgeschmack ist geil. Ja, dann trink's. Für die Teife. Ist schon schlimm. Ist schon schlimm, her damit. Wir sind in Köln. Wo müssen wir hin? Bobs Country Bunker und wir sind da! Oh, sehr cool. Da ist es auch schon. In 400 Meter wenden Kasseler Straße. Wo parke ich denn? Da ist Parkverbot. Nee. Parkverbot. Links abbiegen auf Waldecker Straße. Reinfahren? Da ist schon alles dicht. Alles in 700 Meter rechts abbiegen auf Kalkenheimer Straße. Ja. Wir sind doch schon längst da. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie einchecken. Und morgen Frühstück? Parkhaus ist voll für Kurzpark. Ja, wir parken aber nicht nur kurz, oder? Ich weiß nicht, wir fahren morgen im Taxi auf die Messe. Vielleicht sollten wir erstmal reingehen und sagen, dass wir da sind und gern parken wollen würden. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie. Ich drück mal Rezeption. Drück mal. Juhu! Einmal Curry Pommes. Ist keiner. Da ist, oder? Guck mal, ist eine Tür auf. Siehst du, so einfach ist das. Wird man gar nicht mehr gefragt, in Köln wird man einfach reingebunken. Ja, komm. Dich kriegen wir auch noch runter. Park ich jetzt einfach mal hier oder was? Der lass mal. Park einfach mal hier. Was soll da schief gehen? Ja, da steht aber schon einer. Ja, das ist doch noch ein Platz. Das, ja, sagen. Das sind noch zwei, du, das sehe ich doch. Und wieder ein Holländer. Notfall rausschieben. Ist das überhaupt ein Parkplatz? Ich glaube, das ist kein Parkplatz. Ach doch. So, jetzt geht's aufs Zimmer. Naja, jetzt haben wir ihn zum Parkplatz gemacht. Ist dem noch was hinzuzufügen? Nein. Tschüss. Tschüss.